Hier haben wir quasi einige Arme, die die Bälle nach oben reichen, und du hast hier einige Kronen von Elsa geklaut. Genau, ich habe Original ist ja von Akiyuki, aber die Chromcups sind halt sehr teuer geworden und deswegen habe ich die Krone von Elsa genommen und habe daraus halt das Modul gemacht. Und es heißt ja Let It Go, insofern genau. Können die Bälle weitergehen. Genau, dürfen sie. Dann haben wir hier ein weiteres Modul von dir. Genau. Die Bälle kommen an und was genau passiert da? Die werden mit über eine Rampe einfach hochgeschoben. Also geht's von, die Rampe geht von links nach rechts auch hoch runter und gibt sie dann halt weiter. Und das ist eine modifizierte Version des 2017er Brickworld-Moduls. Sehr schick. Und dann haben wir einen Drehmechanismus. Ja, der Drehmechanismus ist nur, damit die Bälle nicht auf der Stelle stehen bleiben. Ah. Ansonsten ist es ein Shooter oder eine Wurfanlage, wo man halt immer einen Ball zur Zeit hochgeschossen wird über ein Gewicht, was auf den Hebel fällt. Und bitte die Krone, die ist bei dir sehr beliebt. Ist günstiger. Sehr schön, alles ist erlaubt. Und dann geht es ein wenig hoch hinaus. Genau, das ist ein Förderband, aber ohne ein Rad oben auf der Achse praktisch. Weil ich habe die vom UCS AT-AT die Halbkreise genommen und lasse den praktisch das Förderband innerhalb der Führung praktisch laufen. Und dann, was ich finde sehr schön, alleine die Farbkombination, Dark Azur und Orange, wir haben ja einige Schaufeln. Ja, genau. Die laden praktisch immer von einer, also die von Blau nach Orange, dann von Orange nach Blau immer einmal hoch in 4 Stufen insgesamt. Und dann werden sie halt wieder rausgeschoben zum nächsten Modul. Und das ist gesteuert über den Technik-Hub.